Ein Urteil, das die deutsch-russischen Beziehungen zusätzlich belastet. Die Bundesaußenministerin hat reagiert. Wir haben daher gerade eben den Botschafter Russlands zu einem Gespräch einbestellt. Dem Botschafter wurde mitgeteilt, dass zwei Angehörige des diplomatischen Personals der russischen Botschaft zu unerwünschten Personen erklärt werden. Erste Reaktion des russischen Außenministeriums: Berlins unfreundliche Akte werden nicht ohne angemessene Antwort bleiben. Schon die Mordermittlungen hatten zu beiderseitigen Ausweisungen von Diplomaten geführt. Was trotz des Urteils bleibt, ist das Signal, dass Gegner Russlands auch auf neutralem Boden nicht sicher sind. Diese Botschaft ist nicht nur bei den Angehörigen des Mordopfers angekommen. Sie leben bis heute in Angst. Sabine Fischer ist Politologin und Expertin auch für europäisch-russische Beziehungen, in denen es ja ohnehin kräftig knirscht. Und nun dieses Urteil. Guten Abend, Frau Fischer. Guten Abend, Frau Mioske. Zwei Diplomaten ausweisen und Botschafter einbestellen. Warum reagiert die Bundesregierung auf so ein Urteil mit doch vergleichsweise schwachen Maßnahmen? Die Bundesregierung hat schnell reagiert. Das war auch nötig angesichts dieses Urteils und dessen, was hinter diesem Urteil steht. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es zu weiteren Maßnahmen kommen wird und dass Deutschland nun erst einmal zum Beispiel beim Gipfel der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union morgen in Brüssel auch ins Gespräch geht mit den europäischen Partnern und Partnerinnen, um eben auch auf europäischer Ebene möglicherweise zu gemeinsamen Maßnahmen zu kommen. Ja, denn es geht ja hier, das muss man sich noch mal klar machen, um den Vorwurf des Staatsterrorismus, den ein Richter festgestellt hat. Da kann man wahrscheinlich nicht einfach nur mit Dialogbereitschaft reagieren, oder? Nein, das kann man sicherlich nicht. Es handelt sich hier tatsächlich jetzt eben auch durch dieses Urteil noch einmal unterstrichen und festgestellt um einen Angriff auf die deutsche Souveränität. Das ist nicht der erste Angriff, der von russischem Territorium ausgegangen ist. Und natürlich kann man da nicht nur mit Dialogangeboten reagieren. Aber das ist ja auch nicht geschehen. Ich würde gerne noch besser verstehen, wie schwer diese Krise ist, in der Russland mit Europa und also auch mit Deutschland steckt. Die Liste der Vorwürfe gegen Russland, die wird ja immer länger. Da ist nicht nur der Tiergartenmord, da gab es den Giftanschlag auf den Oppositionellen Alexei Nawalny und nun zuletzt der massive Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine. Wie lange kann die Bundesregierung ihre vorsichtige Linie durchhalten? Naja, also wir haben eine neue Bundesregierung, die ist jetzt gerade mal nicht mal eine ganze Woche im Amt. Und letztendlich kann man im Hinblick auf diese Regierung noch gar nicht von einer klaren Linie sprechen. Es gibt einen Koalitionsvertrag. Dieser Koalitionsvertrag hat in den Abschnitten, die Russland betreffen, eine sehr andere Sprache als zum Beispiel der Koalitionsvertrag von 2018. Also das ist eine sehr viel härtere und nüchternere Sprache, als das 2018 noch der Fall war. Das ist die Grundlage, auf der die drei Koalitionsparteien jetzt ihre Russland-Politik entwickeln müssen. Und es ist auch eine Spiegelung natürlich der deutsch-russischen Beziehungen, die sich in den letzten 10 Jahren im Grunde genommen kontinuierlich, aber im letzten Jahr, also seit 2020, wirklich drastisch verschlechtert haben. Mhm. Der Koalitionsvertrag ist die Grundlage, aber das Ganze wird ja dadurch komplizierter, dass die Koalitionspartner untereinander sehr unterschiedliche Vorstellungen davon haben, wie man mit Russland umgehen soll. Die Grünen etwa wollen die Gaspipeline Nord Stream 2 nicht, die SPD sehr wohl. Wie kann die Bundesregierung da zu einer gemeinsamen Linie kommen? Also die Koalitionsparteien haben sich auf den Koalitionsvertrag geeinigt. Tatsächlich ist allerdings auch im Laufe der letzten Woche schon klar geworden, dass es zu bestimmten Punkten dieses Koalitionsvertrages, unter anderem eben auch durchaus zu Russland, nach wie vor Meinungsverschiedenheiten gibt, auch darüber, wie dieser Koalitionsvertrag umgesetzt werden soll. Nord Stream 2 ist in der Tat ein Thema, das die deutschen Parteien spaltet, das auch auf europäischer Ebene und auch zwischen Deutschland und den USA immer wieder Kontroversen hervorgerufen hat. Ich denke, es ist unausweichlich, dass sollte es tatsächlich zu einer Eskalation kommen an der russisch-ukrainischen Grenze im Zusammenhang mit dem russischen Truppenaufmarsch, dass Nord Stream 2, also die Frage eines Moratoriums, dann eben auch im Zusammenhang mit neuen Wirtschaftssanktionen gegen Russland mit auf den Tisch und diskutiert werden muss.
Die Frage ist nur, wer entscheidet mehr als der andere? Der SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich hat in der vergangenen Woche gesagt, dass eine, Zitat, kluge deutsche Außenpolitik insbesondere im Kanzleramt gesteuert und gedacht wird. Was die Grünen natürlich sofort bestritten. Das ist doch eigentlich ein Geschenk an den russischen Präsidenten, oder? Tatsächlich ist es so, dass eine mögliche Spaltung oder Meinungsverschiedenheiten innerhalb der deutschen Regierung, dass es sehr, sehr gut sein kann, dass Moskau versuchen wird, die zu nutzen, die Wahrnehmung der Wahlen oder die Interpretation der deutschen Bundestagswahl in Moskau, auch in den russischen Medien, lief tatsächlich darauf hinaus, dass man sich erleichtert geäußert hat über die Tatsache, dass die SPD ins Bundeskanzleramt einzieht, während an den Grünen und auch an der neuen deutschen Außenministerin sehr viel Kritik geäußert wird. Und ich denke, es ist eine der großen Herausforderungen, auch angesichts dieser multiplen Krisen, die wir jetzt haben, nicht nur im Zusammenhang mit dem Tiergartenmordprozess, sondern tatsächlich auch im Zusammenhang mit der Situation an der russisch-ukrainischen Grenze, mit Belarus, auch mit den Repressionen in Russland und dem Vorgehen gegen die russische Zivilgesellschaft und ja auch deutsche zivilgesellschaftliche Organisationen, dass die deutsche Regierung hier sehr schnell eine konsistente und klare Linie Moskau gegenüber findet. Sagt die Russland-Expertin Sabine Fischer. Danke für Ihre Einschätzung. Vielen Dank Ihnen. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Ja, wie schnell die Bundesregierung eine klare gemeinsame Linie gegenüber Russland findet, auch daran wird er gemessen werden. Olaf Scholz ist ja eigentlich krisenerprobt, aber Putins eisige Machtpolitik fordert den neuen Bundeskanzler genauso heraus wie die Pandemie, die diesen Winter wieder bedrohlicher wird. Das war zu spüren heute im Bundestag bei der ersten Regierungserklärung von Olaf Scholz als Regierungschef, der sich, wie Martin Schmidt beobachtet hat, an seine neue Rolle erst noch gewöhnen muss. Den Weg zu seiner ersten Regierungserklärung kennt er eigentlich, müsste man meinen. Aber etwas ist neu für Scholz und es scheint, als müsste ihn erst sein Koalitionspartner daran erinnern. Nichts da, zweite Reihe. Er sitzt jetzt ganz vorne. Er ist jetzt der Bundeskanzler, Herr Olaf Scholz. Und der macht gleich zu Beginn überraschend deutliche Ansagen an die Corona-Leugner. Extremisten, die sich, wie er sagt, von der Gesellschaft abgewendet haben. Dieser winzigen Minderheit der Hasserfüllten, die mit Fackelmärschen, mit Gewalt und Morddrohungen uns alle angreift, werden wir mit allen Mitteln unseres demokratischen Rechtsstaats entgegentreten. Unsere Demokratie ist eine wehrhafte Demokratie. Was folgt, klingt dann etwas weniger überraschend, weniger leidenschaftlich, wieder eher wie Scholz. Und alles nicht mehr ganz neu. 80 Minuten Best-of-Koalitionsvertrag. Die Anhebung des Mindestlohns, 15 Millionen Elektroautos, mehr Wohnraum in Deutschland schaffen. Immer wieder spricht Scholz vom Aufbruch, für mehr Fortschritt, vor allem aber vom Respekt füreinander. Die großen Probleme unserer Zeit werden wir überhaupt nur dann bewältigen, wenn wir uns unterwegs nicht der Zusammenhalt unserer Gesellschaft abhanden kommt. Er sitzt auf seinem alten Platz, aber seine Rolle ist neu. Unionsfraktionschef Brinkhaus steht Scholz nun gegenüber, Oppositionsführer. Der darf zuerst auf den Kanzler antworten. Brinkhaus bietet politisch die Zusammenarbeit an und haut dann verbal drauf. Sie sprechen viel über Fortschritt und Zukunft. Fortschritt und Zukunft braucht Begeisterung. Diese Begeisterung habe ich in den letzten 90 Minuten nicht gesehen. Das haben Grüne und FDP ganz anders gesehen. Ganz andere Rolle eben, aber auch neu. Sie regieren mit und freuen sich vor allem über ihre ganz eigenen Koalitionsverhandlungserfolge. Wir haben gesagt, 80% erneuerbare Energien am Stromverbrauch bis zum Jahre 2030. Das ist das konkrete Ziel. Und wir unterlegen das auch mit Maßnahmen. Wir werden eine vollständige Abzugsfähigkeit der Rentenbeiträge bereits ab dem Jahr 2023 durchsetzen. Das ist eine Entlastung in Milliardenhöhe für Sozialversicherungsbeschäftigte. Die einzigen, für die heute vieles beim Alten ist, AfD und Linke, bleiben Außenseiter. Opposition, wie gewohnt, klingt auch wie gewohnt. Deutschland bleibt nicht nur auf seinem Sonderweg als Migrationsmagnet der Vorgängerregierung, ihre Regierung gibt in dieser Sackgasse sogar noch Vollgas.